Und damit herzlich willkommen zur Sondersitzung des Kreistages vom 30.11. und einem Kreistag aktuell Spezial. Im Fokus dieser heutigen Sitzung steht vor allem das sich hier in der Robert-Koch-Straße befindende evangelische Krankenhaus Lutherstift Seelow. Irgendwann im vergangenen Jahr krähten es dann auch die Seelower Raben von den Dächern. Der bisherige Träger, das Evangelische Diakonissenhaus Berlin-Teltow-Lenin, beabsichtigt, den Krankenhausstandort Seelow der Lutherstift GmbH wieder in kommunale Trägerschaft zu überführen. Naja, und da man sich seitens der Kreisverwaltung der enormen Bedeutung dieses Gesundheitsstandortes immer bewusst war, signalisierte Märkisch-Oderlands Landrat Gernot Schmidt sofort sein Interesse an der Weiterführung des Seelower Krankenhauses. Gut anderthalb Jahre später lag es nun heute in den Händen der Kreistagsabgeordneten, über den Erwerb des Krankenhauses und somit die Vertragsdetails zu befinden. Doch bevor die Abgeordneten den Landrat in seiner Funktion als Gesellschafter der Krankenhaus MOL GmbH beauftragen sollten, rund 4,9 Millionen Euro für den Kauf des Krankenhauses Seelow zu investieren, ließ der Landrat in seinem Bericht die jüngsten Ereignisse Revue passieren. Ich spreche natürlich von der Corona-Pandemie auf der einen und von der afrikanischen Schweinepest auf der anderen Seite. Derzeit sind 452 Menschen mit diesem Virus infiziert. Wir haben mehr als 1000 in häuslicher Isolation. 882 sind inzwischen wieder genesen. 26 Bürger sind derzeit im Krankenhaus in stationärer Behandlung. Das zeigt, dass wir auch, was die Intensivbetten angeht, langsam auch in den kritischen Bereich rüberwachsen. Am letzten Samstag hat der Landkreis eine Allgemeinverfügung zur Besuchsbeschränkung für Alten- und Pflegeeinrichtungen, für stationäre Behinderteneinrichtungen und Intensivpflegewohngemeinschaften erlassen. Und seit gestern darf nur noch eine Person für maximal eine Stunde pro Tag Bewohnerinnen und Besucher in diesen Einrichtungen besuchen, also pro Tag pro Person. Die neue Regelung dient dem Schutz von besonders gefährdeten Personen und soll, ohne die komplette Isolation der Bewohner zu riskieren, die Gefahr der Einschleppung von außen reduzieren. Aber wir müssen natürlich sagen, dass gerade die Pflegeeinrichtungen auch einer der wirklichen schwierigen Bereiche sind bei dieser Pandemiebekämpfung und wir dort ständig Probleme und Dinge zu lösen haben. Weniger die nackten Zahlen, vielmehr die mit den Verordnungen einhergehenden Umsetzungen im Landkreis, hinterfragte eine Vielzahl der Abgeordneten. Informationen zu den aktuell geschlossenen Kindereinrichtungen vermittelte der zuständige Fachbereichsleiter. In der vergangenen Woche waren es, glaube ich, 3 Klassen im gesamten Landkreis, die in Quarantäne standen. Aktuelle Zahlen müsste ich nachsehen, habe ich nicht dabei, gibt es aber Auflistungen, ja. Auch zu den geschlossenen Kitas, da ist es ein bisschen mehr. Aber jedenfalls sind keine merkbaren Schwerpunkte bei uns im Landkreis. Sollte es zu Schulschließungen und anderen größeren Schließungen der Kindereinrichtungen etc. kommen, Notversorgung, dieses Thema, wie ist da die Voraussicht und die Finanzierung? Ist das abgesichert oder gibt es da vielleicht schon irgendwelche Überlegungen? Oberstes Ziel ist es zu vermeiden. Das ist das, was als oberstes Ziel steht, weil die Erfahrungen ja für alle sehr einschneidend waren im Frühjahr. Wir sind in Gesprächen mit dem Land, was die Bereiche speziell Schulschließung, Grundschule betrifft, haben wir im Frühjahr einen unglücklichen Weg gehabt, indem das Land uns das den kommunalen Horten aufgetragen hat, die das so nicht leisten konnten. Wir sehen da eindeutig die Verantwortung beim Land, bei den Schulen, dort auch für eine weitere Betreuung zu sorgen. Da sind wir in engen, intensiven Gesprächen. Arndt, Bündnis 90 Die Grünen, gibt es für die Schulen allgemeine Richtlinien, Ablaufpläne, wie die zu handeln haben, wenn es zu Infizierten bzw. zu Kontaktpersonen mit Infizierten kommt, sprich wann wird eine Klasse geschlossen, wann wird eine Klassenstufe geschlossen, was kann und darf ein Direktor entscheiden? Es hat jede Schule einen eigenen Hygieneplan aufgestellt, speziell für die Pandemie. Die sind auch ziemlich umfassend und die Lage auch gut erfassend. Sobald wir einen akuten Fall haben in einer Schule, wird das weitere Vorgehen mit dem Gesundheitsamt abgestimmt. Das Gesundheitsamt ist bei Einrichtungen immer vor Ort, heißt Pflegeheime oder auch Schulen, Kindergärten, um das weitere Verfahren zu besprechen.
Und auch da gilt das Ziel, Einschränkungen so gering wie möglich. Also eben keine Schulschließung, sondern wenn dann nur einzelne Klassen oder, wo es möglich ist, einzelne Kurse. Gegenwärtig entspricht das Krankenhaus Seelow mit einer Kapazität von 90 Planbetten dem klassischen Profil eines Grundversorgungskrankenhauses mit innerer Medizin und Chirurgie sowie der Rettungsstelle. Mit dem Trägerwechsel könnten auch die rund 100 Beschäftigten in eine sichere Zukunft blicken. Überfallartige Gehaltskürzungen wie im zweiten Quartal dieses Jahres von mehr als 8% sollten dann endgültig der Vergangenheit angehören. Mit einem Trägerwechsel endet für die 100-köpfige Belegschaft des Krankenhauses auch die Zeit der Ungewissheit. Also wir wenden hier im Krankenhaus Seelow aktuell die Arbeitsvertragsrichtlinien des Diakonischen Werks an, also den kirchlichen Tarif. Und ja, wir haben aufgrund der wirtschaftlichen Situation in den letzten Monaten und durchaus auch Jahren immer wieder von Notvereinbarungen mussten wir nutzen, diese Möglichkeiten, weil die wirtschaftliche Situation des Hauses es nicht anders zugelassen hat. In diesem Jahr konnten wir allerdings die Vereinbarungen so drehen bzw. so verhandeln mit der Geschäftsführung, dass die Mitarbeitenden der Pflege auf den bettenführenden Stationen seit dieses Jahr Juli nicht mehr von dieser Notlagenvereinbarung betroffen sind. Das heißt, die bekommen die 100% Tarifvertrag. Das hat einfach was mit der Refinanzierung der Pflege zu tun, die jetzt zu 100% ausfinanziert werden soll. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verwaltungsbereichs, der Funktionsbereiche sind im Moment noch von dieser Notlagenvereinbarung betroffen. Das heißt, bekommen nicht 100% des kirchlichen Tarifvertrags. Die Hoffnung bzw. die Erwartung, die wir natürlich haben, ist, dass durch den Trägerwechsel in die kommunale Trägerschaft natürlich auch ein adäquater Tarifvertrag angeboten werden wird, der mindestens auf dem Niveau natürlich liegt, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute schon verdienen. Das Krankenhaus Seelow ist als eines von bundesweit 120 sogenannten Sicherstellungshäusern in ländlichen Regionen anerkannt und bekommt dafür jährlich einen Zuschuss vom Land Brandenburg. Und was bekommt der Preis für sein Geld? Er bekommt ein gut funktionierendes Krankenhaus mit sehr motivierten Mitarbeitenden. Das ist das eine. Das ist, glaube ich, was ganz Wesentliches. Vor allem Mitarbeitende, die alle oder zum großen Teil hier leben, hier wohnen, hier ihren Lebensmittelpunkt haben und von daher einfach auch hier unglaublich verbunden sind. Das ist das eine, was der Kreis kauft. Das zweite ist, der Kreis kauft ein Krankenhaus, was aufgrund von verschiedenen Mechanismen eine Sicherheit auch bietet. Ja, das Krankenhaus bekommt oder hat den Zuschlag bekommen für den Sicherstellungszuschlag. Das heißt, 400.000 Euro im Jahr werden für den Erhalt des Krankenhauses seitens des Landes gezahlt. Das folgt einfach aus dem Zuspruch auch von der Gesundheitsministerin Nonnemacher, dass alle Krankenhausstandorte im Land Brandenburg erhalten werden sollen. Also das Krankenhaus Seelow ist vor allem auch, das ist ein wesentlicher Bestandteil der Versorgungskette hier im Landkreis. Also Sie können das Krankenhaus auch gar nicht einfach wegnehmen. Und die Rettungsstelle hat ebenfalls den Zuschlag bekommen oder bekommt den Zuschlag, sodass also auch von Landesseite aus das Signal ganz klar gesetzt ist, dieser Krankenhausstandort soll erhalten bleiben und ist wichtig für die Region. Die eigens für diesen Zweck gegründete Krankenhaus Seelow GmbH als 100%ige Tochter der Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH wird als neuer Träger das Krankenhaus in Seelow erwerben und alle Mitarbeiter übernehmen. Also wer da Sorgen hat, macht sie sich umsonst. Wir wissen, dass wir momentan Fachkräfte in jedem Fall brauchen. Also jeder Mitarbeiter, der dort momentan am Krankenhaus Seelow arbeitet, ist uns als künftiger Mitarbeiter herzlich willkommen und ich würde um Gottes Willen dafür plädieren, dass Sie alle an Bord bleiben, weil wir jeden Einzelnen, der jetzt dort arbeitet, unbedingt brauchen. Also da braucht sich keiner um seinen Arbeitsplatz Sorgen zu machen. Mit einem Zusammenschluss der Krankenhausstandorte in Märkisch-Oderland muss nun die Realisierung von Synergieeffekten geprüft werden, denn mit nur 3.500 Patienten im Jahr wird eine Kostendeckung wahrhaftig schwierig. Gerade dieser Verbund der kommunalen Häuser macht natürlich auch Mut den Mitarbeitenden, macht auch so ein bisschen ein Sicherheitsgefühl von einer engen Verzahnung. Die Krankenhaus Moll GmbH kennt den Landkreis, sie kennt die Region und kann, denke ich, zumindest Bedarfe wesentlich optimaler noch eruieren und abschätzen, was wird gebraucht, was brauchen wir. Und da, denke ich, ist der Standort Seelow sehr, sehr gut mit integriert dann.
Naja, wir haben schon ein paar Visionen. Die sind aber sicherlich jetzt noch nicht für die breite Öffentlichkeit gedacht, weil, wie gesagt, die Absprache mit den Mitarbeitern vor Ort und mit der Genehmigungsbehörde sind da essentiell wichtig und die müssen natürlich erst erfolgen. Eine Stärke sehe ich darin, dass es erstmal ein relativ modernes Haus ist. Dort ist ja vor nicht allzu langer Zeit ein neues Krankenhaus mit Fördermitteln des Landes Brandenburg errichtet worden. Das heißt, da ist großes Potenzial schon mal von der baulichen, von der räumlichen, von der apparativen Substanz da. Und dann sind dort erfahrene Mitarbeiter, die, glaube ich, auch für diese Region brennen. Das ist natürlich das nächste große Potenzial. Und außerdem wird in Seelow nicht so viel was anderes gemacht, als wir jetzt insgesamt auch am Standort Strausberg und am Standort Wriezen machen. Also insbesondere auch medizinische Grundversorgung. Und ich glaube, wenn wir uns da zu einem gemeinsamen Konzept dann finden, dann können wir das Potenzial dieses Standortes nutzen. Die Schwäche, sagte ich bereits ganz am Anfang, liegt tatsächlich darin, dass wir zu wenig Bevölkerung eigentlich haben, um eine Größenordnung zu betreiben oder ein Haus einer Größenordnung zu betreiben, was per se wirtschaftlich zu betreiben wäre. Und da kommen wir dann wieder zu der Aufgabe, irgendein elektives Highlight zu finden für diesen Standort, das dann auch Patienten überregional nach Seelow zieht. Nun gilt es, zeitnah die besonderen strategischen Qualitätsmerkmale dieses Standortes weiterzuentwickeln und auszubauen. Also es reicht jetzt nicht, dass wir als Kreis, als Krankenhaus des Kreises diesen Standort hier kaufen, sondern es muss eine Umbauidee dahinter stehen, es muss eine Struktur geschaffen werden, die sich auch in unsere Raumstruktur hier, in unsere örtliche Gegebenheit einpasst. Also, dass auch wirklich der Bedarf hier dementsprechend abgespiegelt werden kann im Zusammenspiel mit den anderen Krankenhausstandorten. Also, dass zum Beispiel, das wäre so ein Vorschlag, den wir aus der Fraktion her schon debattiert haben, dass ein Nachsorge Variante hier ist für Patienten, die in Wriezen oder in Strausberg ärztlich versorgt wurden, dass die hier nachversorgt werden können, wenn sie denn noch nicht nach Hause können. Wir haben hier die Bedarfe da. Dass es eine Zusammenspielvariante gibt zwischen dem Krankenhaus Seelow und der Moorbadklinik in Bad Freienwalde. Ich glaube, das ist die größte Baustelle, die da jetzt ist, dass man wirklich diesen einzelstehenden Objektteil hier in das gesamte Gefüge, was wir im Landkreis ja als Krankenhauslandschaft haben, gut einbindet. Also wir haben ja gute Erfahrungen gemacht mit der Übernahme Freienwalde. Insofern liegt ja ein Beispiel vor, wo es gut funktioniert hat. Zweitens sehen wir, das ist ein bisschen gegen den Trend, dass wir bisher finanziell durch die Corona-Krise sehr gut durchgekommen sind als Kreis. Wir werden ja im Februar den Haushalt beschließen. Der Haushalt sieht nicht so schlecht aus, wie man es vielleicht erwarten konnte, sondern es hat viele Kompensationen gegeben. Und deshalb glaube ich, dass wir auch hier sicherlich in der Anfangsphase noch das eine oder andere vielleicht an Investitionen erleben werden. Aber ich sehe nicht, dass wir uns hier ein Millionengrab sozusagen an Land gezogen haben, sondern ich denke, dass wir das im Verbund mit den anderen Häusern gut nutzen können. Um die laufenden Aufwendungen zu begleichen, bevor die ersten Erträge aus dem Krankenhausbetrieb die laufenden Kosten decken, ist unter anderem auch ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 1,5 Millionen Euro für die Krankenhaus Seelow GmbH als zweimonatiger Betriebsmittelvorlauf vorgesehen. Sichern heißt ja nicht nur, wir kaufen, sondern auch langfristig, ich sag mal, mit Finanzmitteln auszustatten, dass es ein gesicherter Betrieb wird, einerseits. Andererseits ist das Grundstück natürlich groß genug, um vielleicht noch andere Dinge zu forcieren. Man könnte ja überlegen, ob dort vielleicht irgendwann mal ein MVZ kommt. Vielleicht kommt ja auch andere Dinge. Man muss politisch die Sache auch weiterentwickeln, weil nur ein Krankenhausstandort in sich geschlossen zu erwerben und voranzubringen, ist vielleicht nicht ganz so zukunftstauglich. Weil der bis jetzt hier Betreiber hatte ja da vielleicht auch aus diesem Grunde den Verkauf erwogen. Und wir müssen natürlich gucken, wie wird sich das in unsere Krankenhauslandschaft generell im gesamten Landkreis einbetten, das aktiv begleiten und konstruktiv nachsteuern, um hier vor Ort der Bevölkerung eine optimale Gesundheitsversorgung zu ermöglichen.
Lediglich die zeitlichen Rahmenbedingungen im Zuge der Vorbereitungen wurden bemängelt. Nicht dem Erwerb des Krankenhauses steht die Fraktion Die Linke gegenüber, wie im Protokoll des Kreisausschusses steht, sondern dem Verfahren standen wir etwas kritisch gegenüber. Das bitte ich dann auch für das Protokoll des letzten Kreisausschusses zu verändern. So wurde es nie gesagt. Natürlich, auch das, was Herr Schütz gerade gesagt hat, was der Landrat gesagt hat, lässt sich um vieles erweitern. In dem Sinne verstehe ich auch meine Rolle jetzt hier ein bisschen. Ich glaube, unser Dank für all jenen, die diesem Verfahren positiv gegenüberstehen, gilt nicht nur der Verwaltung, sondern auch beiden Krankenhäusern, all jenen, die dort zusammengewirkt haben, um eine Struktur zu entwickeln. Was bleibt positiv? Positiv bleibt auch, dass wir medizinisches Personal in der Region halten, dass wir über nicht bloß den schlechthin die Versorgung sicherstellen, sondern auch medizinisches Personal. Jeder weiß um die Engpässe, die in diesem Bereich vorhanden sind, und dass das auch gelungen ist, hier diesen Brückenschlag zu wagen, obwohl der Kreistag noch nicht einmal abgestimmt hatte, ist lobenswert. Es bleibt weiterhin natürlich die Frage im Raum, Herr Schütz hat es bereits angesprochen, es werden finanzielle Aufwendungen auf uns drauf zukommen, die der Kreistag zu stemmen hat. Und hier natürlich auch die Bitte der Linken oder auch die Forderung, das kann natürlich in Perspektiva nicht alles auf Kosten der freiwilligen Ausgaben passieren. Also es kann nicht sein, dass wir im Endeffekt eine Sache positiv sozusagen uns mit ans Bein binden und dafür andere Sachen hinten runterfallen lassen. Also an dieser Stelle bereits der Appell, es muss eine Finanzierung geben, die nicht auf Kosten jenen Bereiches geht, der im freiwilligen Bereich sich irgendwo ansiedelt. Kohl, BVB Freie Wähler, kurz und knapp, auch wenn es recht kurzfristig war, aber solide vorbereitet aus unserem Blickwinkel. Wir haben letzte Woche da auch Stunden drüber diskutiert. Und wir werden der Sache zustimmen und sehen nach vorne und hoffen, dass sich das so entwickelt, wie hier viele Vorredner schon gesagt haben, und hoffen auf die Geschäftsführung. Danke. Ganz so einfach wird es nicht, weil warum soll jetzt in Seelo hauruck das gelingen, was in Strausberg noch nicht ganz gelungen ist? Wichtig ist, dass das Konzernergebnis insgesamt positiv abläuft. Darauf freue ich mich, dass wir da im Aufsichtsrat zusammenarbeiten, nachdem wir dort schon einige Baustellen erledigt haben, werden wir auch den Rest gut zusammenarbeiten, und ich wünsche mir, weil man als Aufsichtsrat ja auch seiner eigenen Fraktion nichts sagen darf, dass nicht nur der Gesundheitsausschuss, sondern auch der ganze Kreistag regelmäßig darüber informiert wird, wie der Stand ist, wie sich die wirtschaftliche Situation dort entwickelt, die Zahlen, die man selber nicht sagen darf, und deshalb stimmen wir als AfD-Fraktion dem zu. Danke. Nachdem alle Fraktionen ihre Positionen erläutert hatten, wurde der Kauf des Krankenhauses Seelo vom bisherigen Eigentümer, der Stiftung Evangelisches Diakonissenhaus Berlin-Teltow-Lenin, einstimmig beschlossen. Ein klares Bekenntnis aller Fraktionen zum Gesundheitsstandort Seelo. Auf jeden Fall wird es Geld kosten, davon können wir ausgehen. Andersrum haben wir natürlich im Rahmen der Daseinsvorsorge auch die Aufgabe im Bereich Altkreis Seelo, die medizinische und ärztliche Versorgung zu gewährleisten. Und dazu, denke ich mal, ist es ein guter Schritt nach vorn, die drei Standorte mit den Krankenhäusern zu verbinden, Synergieeffekte zu nutzen und untereinander Hand in Hand zu arbeiten und die Krankenhäuser Seelo und Strausberg und Wriezen zeigen ja auch, dass es funktionieren kann, und insofern denke ich mal, sich einen Namen zu machen, in welchen Indikationen, das müssen natürlich die Spezialisten festlegen, aber da habe ich eigentlich ganz gutes Vertrauen in unsere Geschäftsführerin samt ihrer Leute. Und als Liberale hätten wir gerne am Anfang bereits eine Art Ausschreibung gehabt, etwas mehr Wettbewerb im System. Das ist nun so nicht gekommen, und wir haben sicherlich auch Verzögerungen in der ganzen Diskussion gehabt. Für uns ist entscheidend, dass jetzt natürlich nach diesem Kauf diese Startphase sehr gut begleitet wird. Zum einen wünschen wir uns, und das ist eine Position, die haben wir immer vertreten, dass im Gesundheitsausschuss regelmäßig darüber berichtet wird, wie die Konzeption anläuft, wie es mit den Kassen funktioniert, welche Investitionen möglicherweise noch notwendig sind. Wir werden das auch im Haushaltsausschuss begleiten müssen. Es ist schwer, mit Krankenhäusern Geld zu verdienen, da darf man sich nichts vormachen.
Wir wollen uns genau die Konzeption nochmal anschauen. Wie läuft die an? Wie funktioniert die? Es muss ja eine andere Konzeption sein als die bisherige, denn die hat ja nicht getragen. Also da muss ich ganz deutlich sagen, da haben wir ein sehr, sehr großes Vertrauen in die Geschäftsleitung der Krankenhaus Moll GmbH. Auch aus der Erfahrung heraus, in der Übernahme der Moorbad-Klinik hat man es gesehen, wie gut dort gearbeitet wird, wie auch in der Struktur der MVZ-Erweiterung gearbeitet wird, also der medizinischen Versorgungszentren, ist das immer ein sehr gutes Miteinander. Und was ganz wichtig ist, die Krankenhaus Moll GmbH hat ja auch noch die Begleitung durch den Kreistag. Also wir werden ja in dem gesamten Verfahren als Mitglieder des Kreistages auch im Aufsichtsrat, in der Gesellschafterversammlung mit präsent sein. Wir werden also dort auch die entsprechenden Mitsprachen und Verantwortlichkeiten für die Region hier mit übernehmen, natürlich. Mit dem Kreistagsbeschluss zur finanziellen Unterstützung der Krankenhaus Seelo GmbH zum Erwerb des Standortes um kurz vor 18 Uhr folgten die Abgeordneten auch dem Wunsch der Bürgerschaft, für die die Fortführung des Seeloer Krankenhauses oberste Priorität besitzt. Weil wir ein Krankenhaus brauchen und wir ja nicht, weiß ich, wie weit fahren können, um uns medizinisch versorgen zu lassen. Also ich finde das in Ordnung. Das ist richtig so. Es wäre schade gewesen, wenn das Krankenhaus eingegangen wäre. Wenn es die Haushaltslage hergibt und der Landkreis das finanzieren kann, warum nicht? Dann hat man mehr Einfluss darauf. Und die Kreistagsabgeordneten wissen genau, was für ihren Landkreis gut ist. Die können das genau bestimmen. Weil so ein regionales Krankenhaus in regionaler Hand eben ganz einfach ein Vorteil ist, denke ich. Ich finde die gut. Schon sein. Ja. Dann können die Auswärtigen nicht so viel reinreden wahrscheinlich. Ja, dann wird die Politik hier entschieden. Na, weil die Entscheidungen, die getroffen werden, müssen eben vor Ort getroffen werden und nicht irgendwo in Potsdam oder Frankfurt oder sonst irgendwo. Ja. Und dass wir wirklich dann auch kommunal wieder über das Krankenhaus mitbestimmen können, wie es weitergeht. Na, ich denke mal schon, dass dann Handfestigkeit, Arbeitsplätze erhalten werden. Ne? Die sind ja schon mal wichtig. So kann es von Seele aus gemacht werden und dann ist das gut. Ach naja, wir sind hier relativ genügsam, weil die Haupthoffnung war ja, dass es erstmal bleibt. Das war ja so ein Krampf. Und jetzt sind wir ja schon zufrieden, dass es bleibt. Und die einzige Hoffnung aus Patientensicht oder in der Hoffnung, dass man natürlich, die Haupthoffnung ist, dass man kein Patient wird, aber dass natürlich auch Fachärzte hier gebunden sind. Beziehungsweise, was heißt gebunden, aber regelmäßig da sind. Und damit ist man denn schon zufrieden. Ab dem 1. Januar 2021 ist das Krankenhaus Seelo ein vollwertiger Teil der kreiseigenen Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH. Ich möchte an dieser Stelle nur sagen, dass wir einen historischen Moment haben. Nächstes Jahr wird dieses Krankenhaus 140 Jahre alt. Ich kann jetzt auf 30 Jahre zurückblicken und diese Jahre waren hochspannend auch für dieses Krankenhaus. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass Sie sich alle so entschieden haben. Die Mütter und Väter, die es 1881 dort gegründet haben, haben damals nicht viel gefragt, wie das funktioniert, ob es finanziell geht oder nicht. Insofern freue ich mich, dass wir heute diesen gemeinschaftlichen Beschluss herbeigeführt haben. Danke Ihnen allen. Danke im Namen von Märkisch-Oderland, von allen, die von diesem Krankenhaus massiv profitieren werden. Anfang der 1990er Jahre, im Zuge des Reformeifers der Kreisreform, wurde das Krankenhaus 1993 Teil des Lutherstifts, 27 Jahre später nun die Rolle rückwärts. In den zurückliegenden Jahren hat der Landkreis mit seinem Weg, die Gesundheitsstandorte eben nicht an externe Konzerne abzugeben und in kommunaler Hand zu wissen, gute Erfahrungen sammeln können. Begonnen hat alles im Jahr 2000 mit der Fusion der Kliniken in Strausberg und Wriezen. Sozusagen der Geburtsstunde der Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH, die seither die Grundversorgung sowie die stationäre Patientenversorgung in den Fachrichtungen Chirurgie, Innere Medizin und Gynäkologie sowie für die Geburtshilfe im Landkreis absichert. 12 Jahre später, im Juli 2012, wurde die Fachklinik und das Moorbad Bad Freienwalde erworben und erfolgreich ausgebaut. In den darauffolgenden Jahren wurden nicht nur das orthopädische Zentrum sowie ein Darmzentrum Märkisch-Oderland gegründet und ausgebaut, sondern auch die örtlichen Medizentren umfangreich modernisiert. In erster Linie geht es ja mal darum, eine medizinische Grundversorgung für die Menschen dieser Region dort auch
zu gewährleisten. Jetzt haben wir eine große Fläche, aber wenig Einwohner, damit große Entfernung. Das heißt, dort die gesundheitliche Grundversorgung komplett zu eliminieren, wäre ein riesengroßer Fehler. Aber wie kriegt man jetzt unter diesen Bedingungen dort einen wirtschaftlichen Gesundheitsbetrieb etabliert oder betrieben? Und da ist eben die Idee entstanden, es an den schon bereits bestehenden kommunalen Gesundheitsversorger, also sprich die Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH als gesamte Unternehmensgruppe, anzugliedern, um eben, wie Sie selber sagen, Synergieeffekte auch zu generieren. Zum Beispiel machen wir jetzt schon vom Krankenhaus Wriezen aus die Laborversorgung für das Krankenhaus Seelo. Und wir werden künftig auch noch weitere Funktionalitäten innerhalb des Unternehmensverbundes für Seelo mitmachen. Ich denke auch, die andere Entfernung des künftigen Trägers Krankenhaus Märkisch-Oderland gegenüber dem jetzigen Träger, also die kürzere Entfernung, ermöglicht einfach mal auch, dass Mitarbeiter von dem einen Standort zum anderen Standort wechseln, temporär wechseln können, dort eingesetzt werden können, sodass man einfach bestimmte Probleme, die vor Ort existieren, viel besser lösen kann, als wenn man so eine große Distanz dazwischen hat. Nichtsdestotrotz müssen wir uns ein Konzept einfallen lassen. So ein Standort in dieser Größenordnung kann nur dann überleben, wenn man eine gute Mischung zwischen akuter Grundversorgung und einer elektiven Spezialität hat. Und darum geht es jetzt in nächster Zeit, sich dort ein entsprechendes Konzept zu überlegen, das mit den Mitarbeitern vor Ort, aber auch mit den Mitarbeitern im weiteren Unternehmensverbund zu diskutieren und gemeinsam zu gestalten. Und natürlich auch, das darf man nicht vergessen, im Benehmen mit der entsprechenden Genehmigungsbehörde, also sprich dem Gesundheitsministerium des Landes Brandenburg. So, das war's von mir und aus der Sondersitzung des Kreistags Märkisch-Oderland. Der tagt turnusmäßig am 8. Dezember wieder ab 17 Uhr hier im Kulturhaus Seelo. Bis dahin, machen Sie's gut und bleiben Sie gesund.